Ganz herzlich willkommen zu diesem Webinar von der Treasure. Heute reden wir über das Thema Liquiditätsmanagement in volatilen Zeiten. Ja, im März haben Sie es alle mitbekommen. Es wird immer wieder geredet von Bankenbeben, Bankenkrise, Unruhe bei den Banken. Es gab viele verschiedene Begriffe. Auf jeden Fall ist klar, dass dadurch das Kontrahentenrisiko wieder mehr in den Vordergrund gerückt ist. Und das hat auch bei einigen Unternehmen doch zu einem Umdenken geführt. Viele denken vielleicht gerade darüber nach, ihre weniger Liquiditätsbestände bei Banken zu halten. Und wir wollen heute über zwei verschiedene Instrumente reden, die vielleicht für diesen Zweck ganz gut eingesetzt werden können. Und zwar einmal über Reverse Repo und dann auch über Geldmarktfonds. Beide können genutzt werden zur Diversifizierung. Und dafür habe ich heute zwei Experten eingeladen. Einmal Thomas Meyer, er ist Managing Director bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Und dann noch Michael Kastl, er ist Managing Director Treasury and Finance bei Hapag-Lloyd. Auch herzlich willkommen an Sie. Hallo. Kurz zum Webinar habe ich noch ein paar Hinweise, die eher organisatorisch sind. Sie können während des Webinars schon Fragen in den Chat stellen. Die werden wir dann in der Q&A-Session beantworten. Ja, fragen Sie einfach alles, was Sie so interessiert. Und hiermit übergebe ich dann jetzt an Herrn Kastl und die Bühne ist ganz Ihres. Brendel, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen zu Volatilität und Liquiditätsmanagement in schwierigen Zeiten. Für uns ein spannendes Thema unter zweierlei Gesichtspunkten. Das eine, weil es eben auch mit unserer Geschäftsentwicklung zusammenhängt, auf der anderen Seite aber sicherlich auch, wie es Frau Brendel eben skizziert hat, wie der Finanzsektor sich entwickelt hat. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die wir hier in vier Teilen vorstellen wollen. Einmal ganz kurz, was macht die Hapag-Lloyd? Wie sind wir mit Liquiditätsmanagement umgegangen? Was hat sich in der Corona-Krise für uns für Auswirkungen gegeben? Wie haben wir unser Counterparty-Risikomanagement gesteuert? Welche alternative Investments haben wir genutzt, um unser Counterparty-Risikomanagement von einer, sagen wir mal, eher herkömmlichen, traditionellen Art und Weise anzupassen? Und zuletzt nochmal abschließend, welche Instrumente haben wir genutzt bei einem Ramp-up unserer Dividendenzahlung, die wir mit 11,1 Milliarden Euro in diesem Jahr getätigt haben, wo man sich sicher vorstellen kann, das war auch nicht nur einfach, dort das Liquiditätsmanagement zu beschreiben. Ja, was macht die Hapag-Lloyd? Hapag-Lloyd ist ein globales Containerlinienunternehmen, nicht zu verwechseln mit den Kreuzfahrten, die gehören bei uns nicht zum Konzern. Wir haben unser Headquarter hier in Hamburg. Wir fahren mit 250 Schiffen über die Weltmeere, haben eine Kapazität von 1,8 Millionen TEU. Damit fahren wir rund 600 Häfen weltweit an und bedienen sämtliche Kunden auf der Welt. Durch verschiedene Akquisitionen sind wir der fünftgrößte Liniencarrier geworden, gemessen an der Kapazität. Wir haben rund 3 Millionen TEU an Containern, die durch die Gegend gefahren werden. Das wird sicherlich nochmal im Rahmen des Vortrags spannend werden, denn die Anzahl der Containerboxen, die eben durch die Gegend geschippert wurde und unsere Supply Chains oder ihre Supply Chains befördert haben, entsprechend in Schwierigkeiten geraten sind, weil wir eben durch verschiedenste Port Congestions, also Stau in den Häfen, gar nicht in der Lage waren, die Container durch die Gegend zu fahren. Was sind unsere Service-Dienstleistungen? Wir haben es hier oben mal dargestellt. Wir bringen quasi den leeren Container zur Fabrik. Dort wird der Container beladen, wird von dort zum Terminal gebracht. Und da fängt das Problem im Prinzip an, was wir in der Corona-Krise gesehen haben. Die Container, die quasi zu den Terminals hingebracht wurden, haben sich auf den Terminals gestaut. Sie haben es alle mitbekommen und mitgespürt, dass in den Baumärkten gewisse Produkte einfach gar nicht mehr da waren, weil die Container nicht rechtzeitig genug angekommen sind. Wo lag es? In den Container-Terminals wurde eben weniger gearbeitet. Insbesondere bei der Abfertigung in China hatten wir das Problem, dass einzelne Terminals mit deutlich weniger Kapazität gefahren sind. Insofern war es überhaupt gar nicht möglich, weder Containerboxen dort abzuladen, aber auch Boxen aufzunehmen. Das hat in der Supply Chain zu massiven Verstimmungen geführt und Verspätungen, wo dann die Kunden uns quasi angebettelt haben: Nehmt bitte meine Box mit, damit die ihre Supply Chain weiter aufrechterhalten konnten. Und dafür sind dann entsprechend die Preise tatsächlich durch die Decke gegangen. Wie erklärt sich so ein bisschen unsere Historie? Wie sind wir zur Nummer 5 im Linienschifffahrtssegment geworden? Wir haben 2014, 2017 zwei Unternehmen übernommen. Das eine war die chilenische CSAV und 2017 aus dem Mittleren Osten die USC. Das hat uns in der Kapazität deutlich weiter nach vorne gebracht. Ich habe es eben skizziert.
Damit wir bei unserem Service und unsere Produktqualität auch deutlich verbessern können, haben wir uns auch entschieden, weiter in das Terminal-Segment zu investieren. Hierfür haben wir weitere Investitionen getätigt, sodass wir dann auch besser unsere Logistikketten in dem Terminal steuern können und eben auch die Anfahrt an den Häfen sicherstellen können. Wie sind wir platziert? Wir sind in allen Trades dieser Welt tätig, in allen Ost-West-Nord-Süd-Trades, überwiegend aus dem Transatlantik, 25% Marktanteil, den wir da haben, Lateinamerika mit 14%, Mittlerer Osten 17%, großes Volumen in Fernosten 10%. Wir haben insgesamt einen Marktanteil global an dem Containeraufkommen von rund 10%. Unten rechts sehen Sie dann nochmal, wie wir aufgestellt sind. Wir fahren eben nicht alleine auch mit unserem Produktportfolio, sondern wir fahren in sogenannten Allianzen. Das heißt, mit ONI und Yang Ming sind wir in der Sea Alliance und decken damit eben die größten Häfen dieser Welt ab, sodass unsere Kunden auch hier einen umfangreichen Service bekommen können. Ja, das wäre ich kurz zur Vorrede. Ich habe es eben skizziert, was hat sich bei uns infolge von Corona getan. Bislang, und oben links haben wir es hier einmal dargestellt, waren wir relativ konstant in unserer Liquidität. Wir hatten ungefähr immer 650 Millionen Cash und Cash Equivalents, hier mal die Zeit von 2015 bis 2019. In der Phase, wo die Margen schwach waren, haben wir halt Darlehen aufgenommen, um die Liquidität auf diesem Niveau zu halten. Dahinter liegend ein traditionelles Counterparty-Risikomanagement. Wir haben uns also sehr genau unsere Banken angeguckt, wo wir unsere Liquidität investiert haben. Wir haben jeden Monat für unsere Bankengruppe auf Basis der Gelder, die wir angelegt haben, ein Maximallimit per Counterparty festgelegt. Das haben wir uns täglich angeguckt, ob der Händler quasi sein Limit eingehalten hat bei den Investitionen oder auch bei den positiven Marktwerten, was möglicherweise aus Derivaten gekommen ist. Haben dann täglich uns ein Monitoring gemacht und das kalkuliert, wie das Counterparty-Risiko aussieht. Im Wesentlichen ist es getrieben gewesen auf Basis von Rating, aber auch eben CDS-Entwicklung. Haben wir alle gemeinsam skizziert und festgestellt, wie CDS sich schnell ändern können und entsprechend dann auch die Anpassungen bei den Counterparties vorgenommen werden können. Bei den Instrumenten, vielleicht für so ein Corporate, ziemlich traditionell. Wir sind mit Geldern auf dem Bankkonto, Overnight Deposits und Term Deposits sehr klassisch unterwegs gewesen. Für uns war die maßgebliche Maxime, dass wir das Geld als Cash und Cash Equivalents aufweisen in der Bilanz und eben nicht als Other Assets. Insofern waren auch unsere Time Deposits, die wir angelegt hatten, überwiegend unter 3 Monate, sodass die eben noch als Cash und Cash Equivalent bilanziert werden konnten. Ja, in der Vergangenheit war es relativ einfach, mit dem investierten Cash unser Limit Monitoring zu erfüllen und quasi keine Überschreitung zu haben. Da hatte man eine überschaubare Bankengruppe. Aber das hat sich in Zeiten der Corona-Pandemie tatsächlich geändert. Wenn man hier den Blick mal auf den unteren Teil des Bildes wirft, dann sieht man die Liquiditätsentwicklung so bis zum Q2 21. Und auch da ist die Zahl schon extrem groß. Da waren wir schon bei über 2 Milliarden US-Dollar an Cash und Cash Equivalents. Das hat sich jetzt bis zu dem Peak auf 21,2 Milliarden erhöht. Woran lag es? Ich habe skizziert, die Congestions in den Terminals haben dazu geführt, dass wir gar nicht genügend Frachtraum anbieten konnten, um unseren Kunden ihre Transportdienstleistung zu erfüllen. Aufgrund dessen sind die Preise durch die Decke gegangen, was dann dazu geführt haben, dass auch unsere Liquidität massiv angestiegen ist. Was haben wir gemacht? Wir haben quasi umgeschult. Wir haben in der Phase von 2019 bis 2021 waren wir extrem aktiv im Liquiditätsmanagement. Sie sehen, da hatten wir eine Debt-Position zwischen 5,3 und 4 Milliarden US-Dollar. Das hat sich dann ins klassische Asset-Management gedreht. Wir sind in eine Netto-Anlageposition 5,2 Milliarden, was sich bis auf 16 Milliarden erhöht hat zum Ende letzten Jahres. Wir sind quasi auch tatsächlich Profiteur von der Zinsentwicklung. Als die Zinsen niedrig waren, haben wir entsprechend niedrig auf der Debt-Seite unsere Zinsen gezahlt von um und bei 100 Millionen. Und jetzt, wo die Zinsen durch die Decke gegangen sind, partizipieren wir natürlich auf der Anlageseite. Wo bemerkt, wir sind eine Container-Shipping-Company. Die wesentlichen Assets sind in US-Dollar, wie die Container und die Schiffe finanziert, sodass wir auch eine Funktionalwährung US-Dollar haben. Demzufolge
ticken wir quasi wie ein US-amerikanisches Unternehmen und legen deswegen auch all unsere Liquidität in US-Dollar an. Deswegen nicht verwundern, dass wir hier von ein bisschen anderen Zinsniveaus ausgehen, als es im Euroland möglicherweise zu sehen ist. Wechseln wir auf das nächste Bild. Vielleicht kann einer aus der Regie mal assistieren irgendwie da. Sehr gut. Vielen Dank. Was man dann klassisch sehen kann mit dem bisherigen Counterparty-Risikomanagement, wie wir es aufgesetzt hatten, konnten wir quasi nicht weitermachen. Wenn man sich vorstellt, 20 Milliarden zu 500 Millionen, so viele Counterparties können wir gar nicht finden, um unsere Liquidität zu dem Zeitpunkt auch anzulegen. Was haben wir als erstes gemacht? Wir haben natürlich geguckt, welche Debt-Positionen sind extrem teuer, variabel finanziert und können wir das Debt zurückführen. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Irgendwann hat man aber nur noch günstige, langfristige Finanzierungen, die es auch wert sind, im Portfolio zu behalten. Wir haben die Anzahl der Counterparties ausgeweitet, um quasi bei einer breiteren Bankengruppe unsere Gelder anzulegen. Aber auch das war dann irgendwann erschöpft. So, und wir dann auf die Suche gegangen sind, was können wir mit der zusätzlichen Liquidität denn tatsächlich machen? Und dann haben wir uns verschiedenste alternative Instrumente angeguckt. Wir wollten einen extrem konservativen Ansatz folgen, dass eben der überwiegende Teil auch weiter als Cash und Cash Equivalent ausgewiesen wird nach IFRS. Das Counterparty-Risiko wollten wir auch nicht erhöhen. Wir wollten auch nicht einen Yield maximieren. Wir sollten sozusagen unter all den gegebenen Umständen sozusagen eine lineare Optimierung machen, dass wir Yield, Counterparty-Risiko, finanzielle Abbildung so gestalten konnten, dass es für uns sinnvoll war. Ja, jetzt würden wir Sie gerne einmal ein bisschen einbinden und mal gucken, welche alternativen Instrumente gibt es. Dafür würde ich vielleicht mal an Frau Brendel übergeben und eine TED-Umfrage starten. Genau, wir wollen gleich mal die erste Frage vornehmen, da dürfen Sie alle mitmachen. Und zwar ist unsere erste Frage, welche Investmentinstrumente nutzen Sie? Ich hoffe, es wird gleich in der Regie eingeblendet. Genau, und wir haben als Antwortmöglichkeiten einmal Festgelder, dann Geldmarktfonds, /Spezialfonds, Commercial Paper und Bonds, Reverse Repos oder andere. Und Sie können auch mehrfach abstimmen. Also, falls Sie mehrere Instrumente nutzen, gerne mehrfach abstimmen. In der Zeit warten wir kurz, damit Sie jetzt alle abstimmen können. Und schließen so langsam die Umfrage, würde ich sagen. Ich glaube, es ist genug Zeit vergangen. Jetzt warte ich hier einmal kurz auf die Ergebnisse. Mal kurz ein paar Sekunden, aber kurz die Frage an die Regie, ob die Umfrage geschlossen werden kann. Okay. Umfrageergebnisse bräuchten wir noch, dann sind wir, glaube ich, glücklich. Sonst bringt die Frage nichts, sonst freuen Sie sich nur, dass Sie mal antworten können. Naja, okay, sehr gut. Also 80% haben Festgelder gewählt, Geldmarktfonds 48%, Commercial Paper 20%, Reverse Repos 11% und andere 27%. Herr Kastel, überraschen Sie die Ergebnisse oder ist es auch so ungefähr das, was Sie geschätzt hätten? Also ich glaube, das deckt sich mit meinen Erwartungen. Wir waren ja im Prinzip genauso, dass der überwiegende Teil in Tages- und Festgeldern involviert war. Ich glaube, das ist das klassische Instrument, was im Corporate Treasury genutzt wird. Der hohe Anteil an Geldmarktfonds überrascht mich schon mit 50%, dass das quasi dabei ist. Ja, und Reverse Repos, ich kann es vielleicht schon mal vorwegnehmen, ein super interessantes Instrument. Herr Meyer erzählt gleich ein bisschen mehr dazu. War für uns auch eine Lernkurve und dass das noch so wenig verbreitet ist, verwundert mich nicht und war ehrlicherweise auch ja so ein bisschen für uns eine Nische, die wir entdeckt haben, die einfach super gepasst hat zu unserer Problemstellung. Genau, aber Thema Geldmarktfonds passt ja wirklich perfekt für dieses Webinar. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Vortrag. Herr Meyer, übernehmen Sie zur Plattform. Ja, ich versuche gerade hier und auch erstmal herzlich willkommen von meiner Seite weiter zu blättern.
Herr Kassler hat es ja gerade schon angesprochen, in der Situation, in der Hapag war. Ich würde das jetzt mal als ein Luxusproblem bezeichnen, aber doch auch irgendwo ein Problem, mit dem man dann relativ schnell auch umgehen muss. Würde ich gerne von unserer Seite mal schildern, wie wir quasi die Zusammenarbeit bezüglich der alternativen Investments wahrgenommen haben. Ich versuche weiter zu blättern. Eins zu weit. So, hier sind wir. Was wir gemacht haben und vielleicht ganz kurz zur Erklärung der Abkürzung, CIS oder CIS steht für Cash Investment Service. Wichtig ist hier auch das Wort Service, was wir hier anbieten über diese Plattform, ist letztendlich das Leben der Treasury-Abteilungen einfacher zu machen. Weil was wir in den letzten Jahren immer wieder so mitgenommen haben aus diversen Kundengesprächen, gerade bei alternativen Produkten, also neben einem klassischen Sichteinlage oder einem klassischen Festgeld, wenn wir quasi über alternative Produkte wie Commercial Paper Bonds, aber auch Reverse Repos oder Geldmarktfonds gesprochen haben, dann kam immer wieder das Feedback, dass aufgrund der doch hohen Auslastung in den Treasury-Abteilungen sehr hohe Komplexität herrscht, was das Thema Onboarding von Counterparts zum Beispiel angeht. Oder eben, wenn wir zum Thema Reverse Repos kommen, das Thema ist insbesondere auf der institutionellen Seite seit Jahren gang und gäbe und Asset Manager und Fondsmanager nutzen dieses Instrument quasi tagtäglich für das Liquiditätsmanagement auf der Corporate-Seite. Und deswegen verwundert mich auch verwundern mich die Ergebnisse der Umfrage auch nicht, dass 11% sich nur mit Reverse Repos bislang auseinandergesetzt haben oder umgesetzt haben, weil es doch sehr komplex ist, dann entsprechend mit Clearstream oder auch Euroclear Verträge zu verhandeln und dann auch noch das Onboarding zu machen mit jedem einzelnen Counterparty, was natürlich zu einem hohen Aufwand innerhalb der Treasury-Abteilung führt. Und genau diese Probleme sind wir letztendlich angegangen und haben versucht, diese zu lösen. Und mit der Plattform, die wir seit einigen Jahren für Corporates anbieten, ermöglichen wir es im Prinzip, diese ganzen organisatorischen und sag ich mal, bürokratischen Dinge im Treasury entsprechend abzunehmen. Also das bedeutet, es geht los bei der Vertragsgestaltung, die relativ schlank ist im Vergleich zu einem Dokument, was man mit Euroclear oder Clearstream entsprechend verhandelt. Und der nächste Punkt ist, wir haben über diese Plattform quasi Zugang geschaffen zu 40 bis 50 Counterparts, die quasi mit diesem einen Vertrag, der mit uns abgeschlossen wird, letztendlich dargestellt wird. Also das heißt, man erspart sich letztendlich relativ schlank den Zugang einerseits zu Reverse Repo Counterparts, aber eben auch zu diversen Money Market Fonds-Anbietern. Und da sprechen wir über diverse, wie zum Beispiel die DWS, BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley und auch andere. Und damit versuchen wir gerade in solchen Situationen, wie es der Herr Kastel beschrieben hat, aber eben auch bei der klassischen Geldanlage, viel Arbeit der Treasury-Abteilung entsprechend abzunehmen. Dann vielleicht mal ein kleiner Exkurs zum Thema Reverse Repos. So, hier sind wir gelandet. Zu Deposits, glaube ich, brauche ich relativ wenig sagen. Das ist, denke ich, jedem bekannt. Wie funktionieren Reverse Repos? Wir haben das hier so ein bisschen als Collateralized Deposit unterschrieben. Das ist nicht ganz richtig, aber am Ende des Tages trifft es das ganz gut. Was passiert? Wir haben auf der einen Seite einen Counterpart. Counterparts sind entsprechend oder können unterschiedliche Banken sein. Und darüber hinaus, neben der Anlage quasi bei dem Counterpart, erhält man als Kunde im Gegenzug eine vorher definierte oder ein Set vorher definierter Sicherheiten. Die können unterschiedlich ausgestaltet sein. Es gibt unterschiedliche sogenannte Sets. Es gibt Sets, die sind extrem sicher. Da bekommt man entsprechend als Kunde Sicherheiten im AAA-Bereich, also zum Beispiel Bundesanleihen, US-Staatsanleihen oder französische Staatsanleihen mal als Beispiel genannt.
Und dann kann man das entsprechend abstufen bis hin zu Sets, wo letztendlich als Sicherheiten zum Beispiel auch ABS-Papiere oder illiquidere Wertpapiere zur Verfügung gestellt werden. Also das bedeutet letztendlich, wir erhöhen die Anlagesicherheit in dem Sinne, dass wenn der Counterpart ausfallen sollte, dass dann quasi dem Kunden diese Sicherheiten zur Verfügung stehen und auch zur Verwertung zur Verfügung stehen. Also das bedeutet, dass letztendlich die Sicherheiten dann verwertet werden können und dann entsprechend in Cash umgewandelt werden können, sodass da letztendlich, und deswegen haben wir es als Collateralized Deposit bezeichnet, ein zusätzlicher Sicherheitsschirm eingebaut ist. Dabei ist aber auch ganz wichtig, dass entsprechend ein Daily Margining stattfindet. Also das heißt, die Sicherheiten, die sich ja im Wert verändern, dass das entsprechend täglich gemonitort wird. Diese ganzen Aufgaben übernehmen wir quasi über diese Plattform und bieten quasi diesen Service an und agieren hier in dem Falle als Agent und eben entsprechend nicht als Counterpart. Deutsche Bank kann man natürlich als Counterpart für den Repo auch wählen, aber diese Plattform entsprechend ist auch insolvenzgesichert, also fällt nicht in die Insolvenzmasse der Deutschen Bank und dementsprechend ist das eher eine Agent-Funktion, die wir in dem Fall übernehmen. Neben den Reverse Repos kann man auch in Money Market Fonds investieren und die Umfrage hat es gezeigt, dass sich doch relativ viele schon auch damit beschäftigt haben. Und natürlich sind die Money Market Fonds auch ein gutes Instrument, entsprechend die Anlagen zu diversifizieren, weil entweder kann man natürlich Commercial Paper, Bonds, Term Deposits, Reverse Repos, Certificate of Deposits oder all diese Instrumente in die Money Market Fonds investieren. Das kann man natürlich im Treasury auch selber machen. Das machen auch einige Unternehmen auch selber bei größeren Beständen. Aber Money Market Fonds in dem Fall übernehmen quasi auch diese Aufgabe und damit kann man hierüber auch ein diversifiziertes Asset letztendlich auf einem schlankeren Weg erreichen. An der Stelle, Herr Kastel, übergebe ich wieder an Sie, um aus Ihrer Perspektive das nochmal zu schildern. Sehr gerne. Also das war für uns auch wirklich die Ideallösung, die wir da aufgetan haben. Denn gerade, dass man quasi über eine Plattform, einen Vertrag, unterschiedliche Counterparties erreichen kann, hat das super smooth gemacht, nachdem man den Onboarding-Prozess einmal über sich ergehen lassen hat. KYC, klar, muss man bei jedem Instrument machen, aber das war in Summe dann, glaube ich, echt eine super gute Lösung. Und ja, ich kann es nur wiederholen, man bekommt quasi von der klassischen Geldanlage ein zusätzliches Sicherheitenpaket zu den Anlagen, die man getätigt hat und hat bei dem Reverse Repo eben neben dem Counterparty Exposure des jeweiligen Emittenten eben das Sicherheitenportfolio und bei den Money Market Funds muss man sich natürlich überlegen, welche einzelnen Instrumente haben wir da drin und wie ist der Fondsanbieter entsprechend aufgestellt. Insofern, das war für uns auch noch der wesentliche Entscheidungspunkt bei den Reverse Repos. Wenn man sich quasi das so ein bisschen als Mischpult vorstellt und den einen Regler an den anderen Regler bewegt, dann schieben die sich quasi hin und her. Also bei dem Collateral Basket sind wir sicherlich auch bei High-Yield-Instrumenten gelandet, wo eben Bonds dabei sind. Aber dann kann man das Collateralization Ratio entsprechend hochfahren, dass man quasi nicht nur 100% der Anlage hat, sondern eine Überkollateralisierung und damit quasi den Sicherheitenpool erhöhen kann. Gleiches gilt für die Laufzeit, gibt es unterschiedliche Laufzeiten auf der Plattform zwischen 30, 60, 90 Tagen, aber auch entsprechend eine kontinuierliche Verlängerung. Man muss fairerweise sagen, das Investmentportfolio ist noch begrenzt. Also wir haben mit vielen Relationship Managern auch von den anderen Häusern gesprochen, ob die Reverse Repos machen. Wir haben die erste Antwort war sehr häufig, dass das wenig dabei ist. Aber wenn die entsprechenden Kollegen dann in ihren Häusern nachgefragt haben, kam man dann doch tatsächlich dazu, dass das jeweilige Haus auch auf Reverse Repo Plattform ist. Also da haben wir dann drauf gedrungen. Deswegen auch ein langsamerer Ramp-up, bis wir es hinbekommen haben. Aber wir hatten da tatsächlich in Hochzeiten bis zu 5,4 Milliarden investiert und entsprechend immer weitergerollt. Merkwürdigerweise muss man vielleicht noch ergänzen, war es auch trotz Collateralization, muss man jetzt nicht damit rechnen, dass es massive Abschläge gibt auf den Coupon, den man bekommt, sondern das war mindestens genauso attraktiv, wenn nicht zum Teil attraktiver, was vielleicht erstmal counterintuitive ist, aber war ein sehr schöner Nebeneffekt, den wir natürlich dann auch mitgenommen haben. Bei den Money Market Funds
war für uns ein wesentliches Kriterium, und ich hatte es vorhin schon mal skizziert, dass die weiter in der Bilanz als Cash und Cash Equivalents aufgezeigt werden können. Da mussten wir doch länger mit unserem Auditor diskutieren, sodass das auch möglich ist, aber jedes größere WP-Haus hat einen klaren Kriterienkatalog, nach dem das durchzuprüfen ist. So haben wir auch die Money Market Funds ausgewählt und konnten das so nachweisen. Deswegen war für uns der Fokus, die wir hier mal so in Orange dargestellt haben, dass sie eben Cash and Cash Equivalents sind, hängt aber auch dann an der Laufzeit so ein bisschen dran. Aber in der Hochphase hatten wir hier auch knapp 8 Milliarden in den Money Market Funds investiert, diversifiziert. Wir haben sehr darauf geachtet, das ist allerdings auch das, was auf der Plattform noch mitgecheckt wird, dass eben eine entsprechende Counterparty nicht quasi 100% in einen Money Market Fund auf einmal investiert hat, weil natürlich auch die Abflüsse wichtig sind, dass man eben auch an sein Geld schnell wieder rankommen kann. Aber da gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Fonds, die wir dann zur Verfügung gestellt haben. Wir sind gleich mit 5 oder 6 unterschiedlichen Fonds unterwegs gewesen, die diese Kriterien erfüllt haben und unser Anforderungsportfolio genau abgebildet haben. Vielleicht noch einen kleinen Exkurs, wo wir bei den Money Market Funds gerade sind. Ich habe es vorhin eingangs erwähnt, wir hatten eine Dividendenzahlung zu leisten von 11,1 Milliarden Euro, was per se ja ein Prozess ist, der irgendwo so abgestimmt sein muss, dass man an dem richtigen Tag bei der Zahlstelle auch die entsprechenden Funds zur Verfügung hat. Das haben wir auch über diese Plattform abgebildet und hatten hier in Dollar-Terms bis zu 12,8 Milliarden tatsächlich in Money Market Funds investiert. Und die an einem Tag mit einem entsprechenden Voralignment der jeweiligen Fondsanbieter auch die dann zur Auszahlung gebracht. Und für uns, wir haben es hier nochmal aufgezeigt, gerade die Turbulenzen, die in der Zeit Anfang April, Ende April waren, mit den unterschiedlichen Turbulenzen im Bankensektor, haben uns natürlich da sehr geholfen, dass man eben nicht nur ein Counterparty-Exposure mit einer Zahlstelle hat, wo man auf einmal so einen Betrag anlegen musste, sondern dass wir hier über diese Plattform flexibel auch diesen doch vergleichsweise großen Geldbetrag anlegen konnte und dann mit entsprechendem Voralignment am nächsten Tag das Geld auch wieder einsammeln konnte. Also super Lösung, die wir hier bekommen haben. Kann es wärmstens empfehlen, sich das einmal anzugucken. Man denkt immer, Money Market Funds ist ein einfaches und simples Instrument beim näheren Hinsehen. Und bei dem Alignment mit den Auditors stellt man dann fest, es gibt sehr wohl viele Differenzierungen, die man sich angucken kann. Aber sehr gutes Tool, was wir hier nutzen konnten. Damit nochmal zu Herrn Meyer. Danke, Herr Kastel. Und bin ich doch eins zu weit wieder, gut. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was uns in den letzten Monaten, aber auch Jahren so ein bisschen aufgefallen ist und was, glaube ich, auch eben dazu geführt hat, dass Liquidity Management immer mehr Beachtung findet, und zwar insbesondere in Treasury-Abteilungen, aber eben auch, wenn es um Corporate-Liquidität geht, ist es eine sehr, sag ich mal, attraktive Liquidität für Banken, aufgrund eben der Tatsache, dass die Anrechnung, wenn es zu regulatorischen Vorgaben seitens der Banken geht, LCR, NSFR, dass da die Corporates entsprechend hohe Anrechnungen erhalten im Vergleich zu institutionellen Investoren. Und das ist das, was Sie eben auch berichteten, Herr Kastel. Das Thema Reverse Repos hatte ich auch vorhin angesprochen bei institutionellen Investoren. Ein Tool, was über die letzten Jahrzehnte sehr intensiv und tagtäglich genutzt wird. Auf der Corporate-Seite sind wir da, ich will nicht sagen am Anfang, aber es ist entsprechend eine Reise, das entsprechend nicht nur innerhalb der Banken auch attraktiver zu machen oder auch zu überzeugen, dass es ein gutes Investment ist, auch seitens der Banken Reverse Repos an Corporates anzubieten oder für Corporate Liquidität, aber eben auch, glaube ich, im Gegenzug, und das hat uns eben auch gezeigt, durch Corona, durch die Volatilität an den Kapitalmärkten, Thema Inflation, relativ schnelle, sag ich mal, Zinsentwicklung aus dem negativen Bereich in ein sehr positives Territorium, dann die ganzen Themen, die Herr Kastler auch angesprochen hatte im März, rund um den Bankensektor, führt natürlich auch dazu, dass sich viele Unternehmen sowohl in der Vergangenheit schon, aber jetzt insbesondere aufgrund der Entwicklungen höhere Zinsen und
wenn ich mich zurückerinnere, das Anlagegeschäft war während der Niedrigzinsphase ziemlich langweilig, weil es war eigentlich egal, was sie für eine Laufzeit genommen hatten, es war immer noch irgendwie negativ. Und wegen ein paar Basispunkten war das jetzt auch nicht attraktiv, eine längere Laufzeit einzugehen oder ein höheres Risiko. Aber ich glaube, diese ganzen Faktoren, das ist das, was wir sehen, führen eben dazu, dass immer mehr Aufmerksamkeit auch entsprechend in den Treasury-Abteilungen diesem Thema gewidmet wird. Und ich glaube, wir haben heute einen ganz guten Überblick gegeben, was es auch für verschiedene Möglichkeiten gibt, wo sich der Trend hin entwickelt. Ja, und was letztendlich, glaube ich, auch das Ziel von uns allen ist, dass wir, sag ich mal, die Abwicklung dieser Transaktion so einfach und schlank wie möglich machen und effizient, um entsprechend die begrenzten Ressourcen auch effektiv einzusetzen. An der Stelle, ich glaube, die Teilnehmer können sich schon mal auf Fragen vorbereiten. Um das zu überbrücken, wollen wir noch eine kleine Chat-Umfrage starten. Da würde ich nochmal an Frau Brendel übergeben. Genau, wir haben für Sie die Frage, aus welchen Gründen Sie kürzlich Ihr Investmentverhalten angepasst haben, wenn Sie das denn getan haben. Die Umfrage wird gleich eingeblendet. Wir haben auch als letzte Option keine Anpassung vorgenommen. Also falls Sie gar nichts gemacht haben, können Sie die auswählen. Die erste Auswahlmöglichkeit ist strengeres Kontrahentenrisikomanagement. Dann haben wir das Erzielen höherer Renditen. Nummer drei ist die Optimierung der Liquiditätsstruktur und dann haben wir eben noch hinzufügen weitere Anlageinstrumente oder eben keine Anpassungen vorgenommen. Wir geben mal kurz ein paar Sekunden, um abzustimmen. Und ja, genau, wie Herr Meier gesagt hat, Sie können gerne schon Fragen in den Chat stellen. Die werden wir auch gleich noch beantworten. Wir warten noch ganz kurz und dann sehen wir gleich die Ergebnisse. Okay, also ja, hier haben wir es. Einmal 21% haben strengeres Kontrahentenrisikomanagement, 33% höhere Renditen, gleiche Zahl Liquiditätsstruktur und dann haben wir auch noch 38%, die keine Anpassungen vorgenommen haben. Mal die Frage an Sie beide, einmal Herr Meier und Herr Kastel, überraschen Sie diese Ergebnisse oder wäre es auch eher so das, was Sie erwartet hatten? Wenn ich vielleicht mal anfangen darf, ich hätte jetzt schon eher erwartet, das sieht man ja auch, doch, ich hätte eigentlich eher erwartet, dass mehrere Kollegen und Kolleginnen quasi sich tatsächlich vor dem Hintergrund der Turbulenzen an den Finanz- und Bankenmärkten dazu entschieden hätten, strengeres Kontrahentenrisikomanagement zu etablieren. Denn ich glaube, den Yield, den man zusätzlich generiert zu dem Risiko, wenn einem ein Investment mal irgendwie um die Ohren fliegt und sind es 30, 50, 100 Millionen, das kann halt ein Unternehmen schnell in eine deutliche Schieflage bringen. Deswegen hätte ich vermutet, dass doch mehr dabei sind, ihr Limitsystem tatsächlich anzupassen. Wobei machen wir uns nichts vor. Ich glaube, durch die Finanzkrise 2009 und infolgedessen, dass die Kapitalisierung der Banken halt deutlich stärker ist als das, was in der Vorzeit war, was sicherlich die Anlagen in Summe sicherer gemacht hat. Aber nochmal, ich glaube, die Volatilität, die wir einfach momentan sehen, ich glaube, da hätte keiner mit gerechnet, was da in so kurzer Zeit tatsächlich schon wieder auf dem Tableau ist. Herr Meier, wie ist es bei Ihnen? Also um das zu ergänzen, ich stimme dem voll zu. Herr Kastel, ich hätte auch erwartet, dass das strengeres Kontrahentenrisikomanagement, dass wir da eine höhere Prozentsatz gesehen haben. Aber im Zweifel kann das ja auch dazu oder kann die Erklärung auch sein, dass die letzten Jahre da entsprechend schon relativ viel Arbeit in dieses Thema reingestreckt wurde und das Ganze in den letzten Jahren schon optimiert wurde. Und von daher, und das ist, glaube ich, dann auch die logische Konsequenz, dass im Zweifel der Prozentsatz bei den keinen Anpassungen relativ hoch ist. Also ich glaube, das ist eine Kombination aus beidem. Aber das andere erzielen höhere Renditen, würde ich mal behaupten, ist, glaube ich, auch eine logische Konsequenz daraus, dass wir einfach wieder eine steilere
Zinsstrukturkurve haben und entsprechend, auch wenn man jetzt mal nur so 2, 3, 4, 5 Monate länger geht als eine Sichteinlage, dass man da schon wahrscheinlich exorbitant eine höhere Rendite erzielt. Optimierung der Liquiditätsstruktur, das wundert mich auch nicht. Ich hätte da die Zahl vielleicht ein bisschen höher erwartet, weil wenn ich mit einigen Unternehmen spreche, kommt doch immer wieder das Thema hoch. Mehr Zentralisierung, Optimierung der Liquiditätsstruktur, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass natürlich auf der Kreditseite jetzt auch die Refinanzierung teurer wird. Je optimaler die Liquiditätsstruktur ist, desto eher kann man natürlich auch die Kreditseite managen und da entsprechend auch, glaube ich, den Zinsaufwand reduzieren. Aber ich finde das eigentlich interessant, das ist eine ge gesunde Mischung, würde ich jetzt mal sagen. Und glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir doch sehr diversen Teilnehmerkreis haben, also von größeren Konzernen hin auch zu kleineren Mittelständern, und kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Liquidität man gerade auch zu managen hat. Also von daher glaube ich, ist das ein ganz gutes und auch gesundes Ergebnis, diese Umfrage. Okay, dann schaue ich jetzt mal auf die Fragen. Da sind nämlich einige schon eingegangen. Ich glaube, wir können die Umfrage wieder ausblenden. Und zwar haben wir sehr viele praktische Fragen zur Plattform. Die erste mal an Herrn Meyer: Welches Volumen kann denn über die Plattform investiert werden? Und wie sind die Kosten für die Nutzung der Plattform? Also Volumen, ich würde mal sagen, gerade wenn man sich das Thema Money Market Fonds anschaut und sich dem nähert, würde ich jetzt mal keine Volumensbegrenzung nach oben sehen. Wie gesagt, ich habe angesprochen, wir haben aktuell 5 verschiedene Anbieter auf der Plattform mit unterschiedlichen Fonds auch. Ich weiß nicht, wie viele tausend Fonds mittlerweile in Europa registriert sind. Und die Asset Manager sind natürlich auch immer froh, wenn ihre Assets under Management wachsen. Also von daher gibt es da eigentlich keine Limitation nach oben. Auf der Repo-Seite, ich hatte das auch kurz angesprochen, auch Herr Kastel, ist es so, dass sich immer mehr Counterparts auch für Corporate-Investoren öffnen. Also das heißt, auch da sehen wir immer mehr Bedarf. Die Tatsache, dass der Repo-Markt auch wieder liquider wird, aufgrund der Tatsache, dass die Kaufprogramme der Zentralbanken zurückgeführt werden. Das hat ein bisschen früher dazu geführt, dass der Markt illiquider war. Dieses Problem hat sich auch aufgehoben. Und Herr Kastel hatte es ja auch schon angesprochen. Maximal waren, glaube ich, 5,6 Milliarden investiert im Repo-Markt. Also von daher, ich weiß jetzt nicht, wie viel der Kollege oder Kollegin, die Frage gestellt hat, an was für Zahlen die denkt. Aber ich glaube, im deutschen, sage ich mal, Corporate-Bereich bekommen wir da auch mehrere Milliardenbeträge durchaus auch platziert. Haben wir mehrere Fragen zum SFTR-Reporting, und zwar fragt ein Teilnehmer, ob die Plattform bzw. die Deutsche Bank auch das SFTR-Reporting übernimmt. Ja, Antwort ist ja. Wenn das gewollt ist, dann übernehmen wir da entsprechend auch das Reporting. Ich weiß nicht, Herr Kastel, ob Sie da noch ergänzen möchten. Ne, wir haben uns auch Ihrer Plattform quasi bedient, ja. Dann schließe ich trotzdem mal die Frage an, die da noch danach kommt. Die lese ich jetzt mal vor, weil die relativ lang ist. Also an Herrn Kastel zum Thema SFTR-Reporting: Haben Sie die Geschäfte mit Ihrer EU-Entity abgeschlossen oder mit einer Non-EU-Branch? Und nehmen Sie das Delegated Reporting der Deutschen Bank in Anspruch oder berichten Sie selbst? Genau, wir haben es hier tatsächlich aus Hamburg raus mit unserer Einheit abgeschlossen und bedienen uns hier des Reportings der Deutschen Bank. Okay, dann kommen hier noch mehr Fragen dazu. Ich gehe sie einfach mal durch. Und zwar: War die Erfüllung der SFTA-Meldeanforderungen Bestandteil der turnusmäßigen Jahresabschlussprüfung? Wenn ja, gab es Prüfungsschwerpunkte? Wer ist der externe Prüfer? Ja, also insofern, wir haben da ergänzende Ausweispflichten im Anhang gehabt, die wir entsprechend auch zum Jahresende vorgenommen haben, auch jetzt zu den Quartalsberichten. Und
Prüfer, glaube ich, da muss man mal die Mühe sich machen, bei uns einmal in den Abschluss reinzugucken, ohne Werbung zu machen. Also kleiner Rechercheauftrag noch. Okay. Genau. Dann habe ich eine Frage hier reinbekommen zu den Geldmarktfonds. Und zwar, sind in gewählten Geldmarktfonds Kapitalerhaltungsgarantien geregelt? Wie wird mit möglichen Wertschwankungen bilanziell umgegangen? Ja, also das ist tatsächlich ein Thema für uns. Wir haben die bei der Auswahl der Instrumente halt darauf geachtet, dass die Volatilität in den jeweiligen Geldmarktfonds entsprechend niedrig ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es auch dafür, dass es Cash und Cash Equivalents ist, muss es unter 0,5% Volatilität sein. Insofern sind die Fonds per Definition und per Anlagerichtlinien halt mit einer niedrigen Volatilität. Aber klar, da gibt es halt ein Kursrisiko drauf, aber bislang hat sich das sehr marginal bei uns nur ausgewirkt. Dann hätte ich eine Frage an Sie, Herr Mayer, und zwar die Situation bei Hapag-Lloyd. Glaube ich, kann man schon sagen, dass sie eher ein bisschen außergewöhnlicher ist, vor allem mit diesen Corona-Zuwächsen. Inwiefern sind denn die Instrumente, die jetzt Hapag-Lloyd gewählt haben oder der Weg, den gegangen ist, inwiefern kommt es auch für andere Unternehmen in Frage oder wer ist da genau geeignet dafür? Den letzten Satz habe ich akustisch nicht verstanden, Frau Brendel, können Sie den noch wiederholen? Ja, welches Unternehmen, also für wen dieser Weg, den Hapag-Lloyd jetzt gegangen ist, geeignet ist? Also wer hat da, was sind so, gibt es irgendwelche Bedingungen, die Unternehmen haben sollten, um Geldmarktfonds oder Reverse-Repos besonders in Anspruch zu nehmen? Also, ich glaube, Hapag ist schon ein Spezialfall und neben diesem Spezialfall, also Spezialfall im Sinne von massives, schnelles Anwachsen der Liquidität, wo man relativ schnell eine Lösung dafür finden muss. Daneben gibt es sicherlich noch ein paar andere Spezialfälle, aber diese Plattform kommt insbesondere auch für Kunden in Frage, die quasi sich effizienter zukünftig aufstellen möchten, die im Zweifel heute mit verschiedenen Asset Managern bilateral im Kontakt stehen, mit mehreren, sag ich mal, Depots, weil die Anteile gerade auf der Geldmarktfondsseite oder auf der Vorseite, die müssen ja auch in Depots verwahrt werden. Auch diesen Service bieten wir über diese Plattform an. Also ich kenne Kunden, die immer noch 5 bis 10 Depots bei 5 bis 10 unterschiedlichen Banken unterhalten. Das hat natürlich auch einen administrativen Aufwand, das Ganze zu administrieren und zu managen. Und von daher haben wir auch viele Kunden auf der Plattform, die regelmäßig einen, sag ich mal, gewissen Bestand an Liquidität vorhalten. Und Herr Kassler hatte das ja auch exemplarisch gezeigt, bevor die Liquidität entsprechend so angewachsen ist. Auch da hatte Hapag, ich glaube, 600 Millionen, Herr Kassler, ungefähr, wenn ich so im Blick habe, an Liquidität vorzuhalten. Die müssen ja auch gemanagt werden. Ja? Auch für solche Fälle ist diese Plattform natürlich geeignet. Also nicht nur in Situationen, wo es massiv und schnell ansteigt, ne, sondern eben auch für die tägliche Administration der entsprechenden Gelder. Woran wir auch im Moment arbeiten, ist, dass wir einen automatischen Sweep anbieten wollen, von dem Zahlungsverkehrskontos quasi über diese Plattform dann in Money Market Fonds. Das geht zwar erst ab größeren Beträgen, ja, aber da wollen wir auch quasi diese Plattform weiterentwickeln, um quasi das Ganze noch schlanker zu gestalten für die Unternehmen, ja, und noch mehr Arbeit entsprechend abzunehmen. Aber ich möchte mal damit sagen, es gibt diverse Use Cases und um vielleicht noch einen letzten zu erwähnen, bei M&A-Transaktionen ist man ja auch häufig konfrontiert, insbesondere wenn man Teile seines Geschäftes verkauft und dann entsprechend einen hohen Erlös erzielt. Das sind ja auch, sag ich mal, außerordentliche Events, ja, wo man dann auch entsprechend schnell handeln muss. Ja. Auch in diesen Situationen haben wir diese Plattform schon bei Kunden angeboten und werden auch genutzt. Also von daher, es gibt verschiedenste Use Cases, vielleicht noch ein anderes Gimmick. In bestimmten Fällen kann man auch über diese Plattform auch Liquidität aufnehmen. Ja, wenn man zum Beispiel
ein Bond-Portfolio unterhält auf der Anlageseite und möchte das nicht liquidieren, indem man die Bonds verkauft. Man kann die auch quasi in den Repo geben und sich dann im Gegenzug auch Liquidität aufnehmen. Ja, also von daher, wir versuchen das so flexibel und einfach zu bauen und auch individuelle Lösungen entsprechend für unsere Kunden zu finden. Nochmal der Aufruf, Sie können gerne weitere Fragen stellen. In der Zwischenzeit stelle ich noch eine Frage an Herrn Kastel, die ich mich jetzt gefragt habe, und zwar, auf welche Details achten Sie denn bei der Auswahl von Geldmarktfonds? Sie haben es ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht können Sie da noch weiter drauf eingehen. Also A muss man natürlich aus dem Portfolio auswählen, die auf der Plattform drauf sind. Und ich glaube, da wäre die Schar der Anbieter kann sicherlich noch größer werden. Und ich hatte skizziert, für uns ist eigentlich das entscheidende Kriterium gewesen, dass wir es weiter als Cash und Cash Equivalents ausweisen. Und da hängt es natürlich leider dann sehr an der entsprechenden Beurteilung unter den bilanziellen Kriterien, die man dann im Gespräch mit seinem Wirtschaftsprüfer definieren und ausarbeiten muss, und dann ist man relativ eng aufgestellt. Dann muss man sich angucken, eben, was ist das Rating, wie hoch ist die Volatilität, was ist Weighted Average Maturity, Weighted Average Life. Also im Prinzip eine ganze Reihe von fixen Performance-Kriterien aus einem entsprechenden Fonds, die dann herangezogen werden müssen, die dann zum Ergebnis führen, ob es eben Cash und Cash Equivalents oder Other Assets ist. Habe ich noch eine Frage aus dem Publikum, und zwar geht die auch an Sie, Herr Kastel. Wie hat Hapag-Lloyd Bank-Counterparty Limits gehandelt über beide Instrumente, Reverse Repos sowie das Bank-Exposure in den MMF? Ja, das ist eine gute Frage. Da haben wir uns in der Tat lange drüber im Kopf gemacht. Bei den Reverse Repos ist ja de facto erstmal noch die Bank als Counterparty drin. Aber wir haben natürlich auch gesagt, ohne die Sicherheit zu berücksichtigen, wäre jetzt auch irgendwie nicht so richtig adäquat. Insofern haben wir dann gesagt, 20% des jeweiligen Exposures, was in dem Reverse Repo drin ist, das nehmen wir als entsprechendes Counterparty-Exposure für unser Management entsprechend zum Ansatz. Weil man ja natürlich eine Übersicherung aus dem Portfolio hat, aber so ganz ohne haben wir gesagt, fühlen wir uns doch nicht so wohl. Deswegen kamen wir am Ende zu so einem Kompromiss und gesagt, 20% des Exposures rechnen wir dann auf die Counterparty an. Was natürlich auf der anderen Seite zur Konsequenz hat, dass man dann in normalen Deposits, Term Deposits, Overnights halt entsprechend wieder Limit auch mit freischaufeln kann und entsprechende Entlastung in seinem eigenen Counterparty Limit Management bekommt. Dann ist noch eine Frage, und zwar, wie hoch ist das Mindestanlagevolumen bei Reverse-Repos? Wie hoch sind die Kosten der Plattform? Okay, wurde vorhin schon gefragt, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen darauf eingehen, Herr Meier. Also Mindestanlagevolumen bei Reverse Repos würde ich mal sagen, pro Counterpart sollte man nicht unter 50 Millionen im Moment anfangen. Wie gesagt, das kommt uns ursprünglich aus dem institutionellen Bereich. Wir haben auch schon kleinere Clips gesehen. Am Ende des Tages kommt es auch darauf an, wie hoch das Gesamtanlagevolumen ist, was quasi in Reverse Repos investiert werden soll. Also das will ich damit sagen. Also angenommen, man hat 500 Millionen und man sagt, okay, ich will das aufteilen, dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen 10 A 50. Ja. Bei den Money Market Fonds ist das Ganze ein bisschen anders. Es ist auch in kleinerer Stückzahl entsprechend darstellbar. Die Repos sind eher im Moment noch für größere Clips gedacht, aber da sehen wir auch den Trend hin. Und da kann man dann vielleicht auch ein bisschen mit der Laufzeit entsprechend spielen, dass man sagt, kleinere Beträge, kürzere Laufzeit, längere Laufzeit, auch nochmal einen Betrag X. Aber ich würde mal 50 ungefähr als Hausnummer nehmen. Die Gebühren sind auch davon abhängig, was letztendlich der erwartete, sage ich mal, Anlagebetrag über diese Plattform ist. Ja, wir be bewegen uns hier im Be Bereich, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 5 und 15 Basispunkten. Das wird individuell verhandelt, je nachdem, was wir da für entsprechende Anlagevolumina entsprechend erwarten. Je größer das Volumen ist, desto günstiger ist natürlich am Ende des Tages dann auch der Preis. Gibt es noch eine Frage zu den 5 Milliarden bei den Reverse Repos in der Spitze, die vorhin angesprochen wurden?
Und zwar, auf wie viele Trades wurden die verteilt? Ich würde sagen, das waren tatsächlich 6 maximal. Also es waren in der Plattform, glaube ich, nicht so viele Partner dann da vorhanden. Also es waren pro Counterparty schon größere Volumina, muss man fairerweise sagen, ja. Gibt es noch eine Frage zu den Reverse Repos? Und zwar, gab es durch US-Debt-Ceiling Probleme mit den US-Bills? Falls ja, welche Auswirkungen auf den Kunden hatte dies? Ja, also wir hatten, also ich persönlich hatte sozusagen unruhige Nächte mit dem, was da sozusagen passierte. Aber es fing ja, sag mal, schon davor an mit SVB, einzelnen Schweizer Banken, die ihre Probleme hatten, dann Debt Ceiling on top, wie entwickelt sich es weiter? Wir sind quasi in dem Moment, ne, außerdem Counterparty Monitoring und ein bisschen umschichten und breiter aufstellen. Was anderes waren, weil wir einfach den Anlagedruck auch hatten. Und ich bin froh, dass die sich am Ende geeinigt hatten, haben, sodass das dann tatsächlich auch kein Problem war. Aber wir haben einen regelmäßigen Austausch gestanden, A, mit den Kollegen, die die Plattform und damit den hinterliegenden Geldmarktfonds gesprochen haben und die uns auch nochmal so skizziert haben, wie ist der Fonds momentan aufgestellt, welche Banken sind da drin, was sind für Instrumente da drin, sind da irgendwelche US-amerikanischen Regionalbanken etc. drin. Das war alles nicht der Fall. Insofern kann man da, glaube ich, nur für sich selbst versuchen, Transparenz reinzuschaffen oder zu bringen und dann zu sagen, okay, das ist für mich der Weg, den ich akzeptiere. Und dann ist ja die Frage, was ist die Alternative, die man sonst vor der Brust hat? Insofern war es dann, glaube ich, eher Augen zu, durch, umsteuern und gucken, dass das so funktioniert, wie man sich das wünscht. Haben wir noch eine Frage zu den Gebühren, und zwar, werden die Gebühren bei den Reverse Repos offen ausgewiesen oder eingerechnet und somit intransparent? Also es ist vollkommen transparent. Bei dem Reverse Repo wird im Prinzip der Satz durchgestellt, den der Counterparty auch entsprechend stellt. Also da gibt es keine, ich sage jetzt mal, Geldbriefspanne. Die einzigen Kosten, die entsprechend anfallen, sind die Gebühren, die ich quasi eben genannt habe, für die Administration und den Service, den wir über die Plattform anbieten. Dann mal die Frage an Herrn Kastel und Herrn Mayer. Wollen wir noch die dritte Umfrage kurz einblenden zum Abschluss oder verzichten wir? Ja, sehr gerne. Super, dann haben wir noch eine dritte Frage an das Publikum. Wir können die einmal kurz einblenden, und zwar geht es jetzt darum, wie haben Sie gegebenenfalls ein strengeres Kontrahenten-Risikomanagement umgesetzt und was planen Sie diesbezüglich? Und hier haben wir verschiedene Antworten. Einmal Verringerung des Liquiditätsbestands, dann höhere Rating-Anforderungen an Kontrahenten, Investment in Geldmarktfonds, dann als dritte Option Kauf von Anleihen und Commercial Paper, und dann haben wir noch die jetzt viel besprochenen Reverse Repos. Sie können gerne noch einmal abstimmen. Und dann, wenn wir die Umfrage durchgeführt haben, gehe ich nochmal auf eine Frage aus dem Chat ein. Ich glaube, wir können die Umfrage langsam schließen. Ich hoffe, Sie haben alle abgestimmt. Admin, mach jetzt die Antwort. Okay. Also 41% Verringerung des Liquiditätsbestands und der meistgenannte Grund sind die höheren Ratinganforderungen an Kontrahenten. Nochmal die Frage an Sie beide, Herr Kastel, Herr Bayer. Ist es überraschend oder war es auch so ein bisschen Ihre Einschätzung? Also für mich deckt sich das. Im Prinzip schätzen die Kolleginnen und Kollegen das im Prinzip ja genauso ein wie wir. Man muss halt breiter gehen. Unterschiedliche Anzahl von Maßnahmen kommt man zum Ziel. Auch hier das Kauf von Anleihen, Commercial Papers, ein bisschen weniger ist interessant. Was ich gut finde bei den Reverse Repos, offensichtlich hat das ein bisschen Interesse geweckt, sich das Instrument genauer anzugucken. Ich aus meiner Sicht kann es wirklich empfehlen, mit einer größeren Nachfrage danach, mehr Counterparties auf so einer Plattform. Ich glaube, das hilft. Also insofern, das Bild, finde ich, passt zu dem, so wie wir es ja, glaube ich, auch beschrieben haben. Ich kann dem nur zustimmen. Verringerung Liquiditätsbestand ist das Thema, was ich
gerade ja schon mal angesprochen hatte, im Zweifel auch die Debt-Position entsprechend zu reduzieren, was ja auch einen großen Hebel beim Zinsaufwand anbietet. Und höhere Ratinganforderungen an Kontrahenten, das ist auch relativ einfach und schnell umsetzbar. Von daher wundern mich die Antworten hier nicht. Von daher auch ein sag ich mal, sehr diverses Bild hier. Okay, dann kommen wir mal noch zu der letzten Frage für heute. Und zwar geht es wieder um die SFTA-Meldungen als Service der Deutschen Bank. Und zwar war hier die Frage, hier gibt es die Pflicht der Kundenseite, die Meldungen der Deutschen Bank zeitnah nach Möglichkeit zu prüfen. Gehen Sie als Kunde damit in der Praxis um? Das ist dann wahrscheinlich auch. Können Sie die Frage nochmal wiederholen, Frau Brenn? Ich habe es akustisch. Also zu Reverse Repos, SFTR-Meldungen als Service der Deutschen Bank. Hier gibt es die Pflicht der Kundenseite, die Meldungen der Deutschen Bank, und dann wird jetzt hier zitiert, zeitnah nach Möglichkeit zu prüfen. Wie gehen Sie damit um? Ich tue mir die Frage zu. Also ich glaube, für uns, wir nutzen quasi, wie gesagt, das Reporting, schauen uns das an. Ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht antworten. Also ich hab die Frage vielleicht auch nicht richtig verstanden. Also wenn es da, es scheint auch sehr speziell zu sein. Ich glaube, die Kontaktdaten von uns beiden sind auch nochmal aufgeführt. Also wenn es da nochmal spezielle Fragen dazu gibt. Und das Thema scheint die Teilnehmer ja umzutreiben, weil relativ viele Fragen in diese Richtung gehen. Also von daher scheuen Sie nicht, uns anzusprechen. Und dann versuchen wir das auch gerne bilateral zu beantworten. Genau, würde ich auch vorschlagen. Ich glaube, es ist sonst etwas zu kompliziert, das jetzt noch heute zu klären. Ich denke, damit kommen wir jetzt auch langsam zum Schluss des Webinars. Ich kann mich einmal ganz herzlich bei Herrn Mayer und bei Herrn Kastel bedanken, wie es gerade schon angesprochen war. Die E-Mail-Adressen sehen Sie gerade angezeigt. Und ansonsten möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen Zuhörern bedanken und hoffe, dass wir Sie bei einem der nächsten Webinare weitersehen. Und zwar haben wir hier einmal Einführung eines beitragsorientierten Pensionsplans als Lebenszykluslösung und noch ein Webinar zu ChatGPT, das allseits beliebte KI-Thema. Außerdem, vielleicht sehen wir uns ja auch nächste Woche beim Cash Management Campus in Köln. Aber nochmal vielen Dank, Herr Kastel und Herr Mayer. Sehr gerne. Vielen Dank. Schönen Nachmittag. Danke, ebenso. Tschüss. Ciao, ciao.